Momentchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Yugi News XXL. Das ist eine Menge Holz, die wir heute haben, die wir durchgehen werden. Und ja, ich würde sagen, legen wir los. Und das zuerst mit Master Duel, denn dort gab es quasi gestern für euch, für mich heute, gab es ein Update. Und zwar gab es jetzt nun Exosisters sind mit reingekommen. Das war, glaube ich, das letzte Set, letzter Type, der gefehlt hatte aus dem Grand Creator Set. Rocket Support und größtenteils halt viele Burst of Destiny Karten, die noch mit dazu gekommen sind. Wir hatten ja schon teilweise Updates vor einem Monat, weil eine Menge Burst of Destiny Karten gekommen sind. Und das Structure Deck are Lost Sanctuaries mit dabei, beziehungsweise für Leute, die eher in der TCG unterwegs sind, Ghost from the Past 2, nämlich das Feen Structure Deck, aka die ganzen Sendboten, sind dort auch mit dabei. Sehr cool, haben wir ja letztens gespielt, ein sehr schönes Deck, mit dem wir, hier jetzt auch ein bisschen Spaß haben werden, vielleicht demnächst auf Master Duel, wo wir das jetzt auch machen können, wenn wir möchten. Dann haben wir nun den Spoiler für OTS Pack 19. Ich glaube, in dem letzten Video hat mich einer gefragt, was mit OTS 19? Wann gibt es da ja die ersten Spoiler? Hier habt ihr sie jetzt. Wir haben Albers, die Wasserverzauberin und Kräfterauben als Ultimate Rare. Okay, finde ich gut. Gute, starke Karten. Vielleicht will da Konami gar nicht so viel hitten, müssen wir mal schauen. Haben sie bei Fusion Destiny auch ein bisschen gemacht, aber mal gucken. Sehr gute Karten und vor allem es gibt ein sehr coole Commons diesmal mit dabei, die da so mit drin sind, die ganz so nice sind, dass man die rausziehen kann. Das hilft einigen Spielern einfach mal so einfacher an bestimmte Karten zu kommen. Auch ein paar interessante Super Rares drin, aber ich finde, diesmal ist der Common-Haufen, vor allem auch mit vielen wieder Oldschool-Karten zum Teil auch mit dabei. Den finde ich diesmal interessanter halt als die Super Rares, da ist jetzt nicht so viel Highlights mit dabei. Dann haben wir jetzt nun für das AC02 in Japan, was bei uns in das Battles of Legend Crystal Revenge jetzt wahrscheinlich Amazonisch-Fallenkarten nochmal angekündigt bekommen. Amazon ist Secret Hot Spring, das ist halt ein Searcher und die Hall ist halt so quasi ein Recycler und beide haben halt noch nebenbei halt so Life-Gain-Effekte, die man noch dabei hat. Ob die jetzt so gut sind? Wahrscheinlich nicht, aber hey, sie sind jetzt mit dabei. Dann haben wir Adularia of the Moonlit Water. Das ist eine der neuen V-Jump-Promos. Ist ein interessanter Extender, der mit offenen Zauber- und Fallenkarten spielt. Und einen generischen Mill bringt für Stufe 4 oder niedriger. Und das könnte eine sehr interessante Extender-Karte sein für Decks, die halt mit offenen Zauber- und Fallenkarten spielen und die halt Setup halt fürs Grave brauchen, die das halt relativ einfach ermöglichen kann. Da gibt es halt viele Möglichkeiten. Klingt interessant, wahrscheinlich wie die meisten V-Jump-Promos zuerst ein bisschen, ja, nicht so stark und man überschaut sie mal so ein bisschen, aber dann später werden sie halt spielbarer. Ich glaube, außer die Sorceress, ich glaube, die war instant spielbar. Ich glaube, die war auch eine V-Jump-Promo damals. Das war eine ziemlich gute Karte. Dann haben wir den Namen für das nächste Hauptset, was nach Darkwing Blast kommen wird. Das ist Photon Hypernova. Also hört schon sich stark nach Galaxy Photon Support an, da bin ich mal gespannt. Name auch, dass wir mal... Hatten wir mal überhaupt, ich guck mal gerade so auf die Display-Wall da hinten, hatten wir irgendwann mal Hyper drin? Ich glaube, bisher hatten wir noch nicht Hyper drin. Also jetzt haben wir, glaube ich, das erste Mal so richtig so Hyper mit dabei. In einem Set-Namen. Fiele mir jetzt nichts ein, vielleicht habt ihr noch was im Kopf. Interessanter Name, der dann kommen wird. Das wird dann für uns das Frühjahrsset sein, das Januar-Februar-Set, je nachdem, wie Konami da seinen Release-Zyklus oder Zyklus haben wird für 2023. Dann Battles of Legend, Crystal Revenge ist ja natürlich auch bei uns angekündigt worden. Wird jetzt tatsächlich Battles of Legend, das heißt, die letzte war Brothers of Legend? Okay. Weil vorher war das Battles of Legend, hatten wir dann Dranks of Legend und sowas. Aber jetzt gehen wir wieder zurück auf Battles of Legend. Den 5. müsste das jetzt sein mittlerweile. Was auch immer Konamis Plan dahinter ist, ist okay. Da haben wir jetzt ein bisschen so die Artworks davon. Was wird da so alles draus sein? Welche unterschiedlichen Booster wird es da wieder mitgeben? Ich glaube, bei Brothers of Legend hatten sie es ja auch, glaube ich, ausgelassen. Ne? Da gab es ja, glaube ich, nur die Kuribus drauf? Oder waren auch unterschiedliche Kuribus drauf? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, der war immer das gleiche Artwork, glaube ich, drauf gewesen. Vielen Kuribus, glaube ich. Also da hat sich ja letztes Jahr halt nicht so viel getan. Jetzt wieder unterschiedliche Artworks. Dann haben wir, jetzt wo wir schon bei OTS 19 sind, Speed Duel Tournament Pack ist auch angekündigt worden. Hat natürlich ein paar Holo-Upgrades für Speed Duel Karten, die halt gerne gespielt werden. Für alle, die das interessiert, kommt demnächst raus. Okay. Dann haben wir letzte Woche schon richtig geweint über Kristallungeheuer, über den Support, der halt in Battles, in dem neuen Battles of Legend wahrscheinlich dann sein wird. Von dem Animation Chronicle. Jetzt haben wir nochmal zwei Karten bekommen, die aus dem Structure Deck sein werden. Man muss immer ein bisschen überlegen, was ist Structure Deck, was ist Animation Chronicle. Die Quickplay, die da rauskommt, sieht interessant aus. Und die kann man wahrscheinlich... Ich könnte mir vorstellen, dass man die drin spielen kann. Ich glaube, das Setup ist nicht so schwierig, dass man einen der Bricks zieht oder halt
Ultimate Crystal Beaster halt und Ultimate Diva Crystal halt irgendwie auswählt, damit man seinen Effekt resolven kann oder halt beide, was halt cool ist. Ich bin aber gespannt, wie nachher dann der Effekt bei uns geschrieben wird. Weil der ja eine Brückenkarte oder eine Bridge-Karte sucht, von der es so viel in unterschiedlichen Sprachen wahrscheinlich gibt. Und ey, ich glaube nicht, dass sie dann nachher dieses Außer machen, oder? Also dann ist es einfacher, dass die man viermal Außer hat, kann man einfach die drei Tage, glaube ich, nennen, die man einfach suchen kann und das reicht und muss in Zukunft vielleicht noch ein paar Karten mit erraten. Oder die packen die alle mit in das Structure Deck oder in Animation, also in Battles of Legend rein, damit die halt nicht mehr Bridge im Namen haben oder irgendwie was anderes heißen. Bin ich mal gespannt, wie das klappen soll. Das wird ein Spaß. Die Feinkarte, die drin ist, ich glaube, die ist okay. Ist aber auch nichts Weltbewegendes, glaube ich. Die wird nicht so krass sein. Worauf ich mich aber sehr freue, ist die Doodles, die halt in der Animation Chronicle drin sein werden. Das ist ja ein Deck aus, ich glaube, das war Sechsel, wenn ich mich recht entsinne, hat der eine der Charakter gespielt. Sind ja quasi so kindergezeichnete Dinosaurier, die dann aber halt dann wirklich Monster in dem Game sind, was ich als Idee sehr cool finde. Und das ist interessanter Dino-Support. Vor allem der Stego. Das ist ein interessanter Extender-Starter, der sucht und gleichzeitig auch noch quasi Grave-Setup macht. Der klingt richtig solide. Nicht nur für das eigene Thema, sondern allgemein auch für einfach Dinos. Dass man den einfach mit drin hat, damit man da noch in weitere Plays gehen kann. Klingt sehr cool. Die Falle ist auch interessant, wegen dem Grave-Effekt. Aber das war's dann auch schon. Und da man den halt nicht im selben Turn nutzen kann, ist es also ein bisschen schade, dass es ein bisschen, ja gut, probably not dann. Der Tyranno hingegen, der auch mit dabei ist, der klingt cool für das Deck. Wenn da halt jetzt noch mehr kommt, das ist jetzt ja noch nicht so viel, weil ich glaube, wir haben ja jetzt mehr oder weniger alle Karten aus dem Dings, da kommen wahrscheinlich welche noch im Hauptsets oder so. Ist ein Schuss und ein ATK-Gainer und klingt interessant. Ich glaube nicht, dass man den normalen Dino spielen würde, aber halt, wenn man halt irgendwann so ein Deck davon hat, klingt das schon sehr, sehr cool. Dann halt natürlich noch mehr Morphtronisch-Support. Ja, ihr habt beim letzten Mal gesagt, die Karte da mit dem Würfeln, das ist doch voll der Morphtronisch-Support. Ja, ihr habt recht, hatte ich nicht mehr so ganz auf den Schirm gehabt, obwohl Morphtronisch uns gefühlt jede zweite Folge hier in den Kopf fällt. Jetzt auch, glaube ich, zum letzten Mal. Zwei Zauberkarten, die cool sind. Wir haben einmal die Gadget-Box. Die klingt für das Deck okay, glaube ich, wahrscheinlich ist ganz gut, weil die ist auch suchbar, glaube ich, weil die Morphtronisch halt quasi immer heißt oder als Morphtronisch gerade immer behandelt wird. Aber die klingt auch spicy für Synchro-Decks allgemein, denn das ist ja ein Token. Man darf zwar nur noch Synchro-Beschwören sagen, das Token, das ist halt so ein bisschen ähnlich wie mit Sword Soul, aber ansonsten ist man nicht wirklich eingeschränkt. Das klingt nach einem interessanten Pseudo-Extender. Ich krieg halt nochmal ein Material fürs Tuning rein. Klingt cool. Und die Toolbox, die klingt auch interessant. Für Decks, die halt entweder mehrere gute Equips spielen, von der sie halt eine brauchen zum Starten, oder halt einfach irgendeine Equip, ist egal welches ist, brauchen, um ihre Combo starten zu können, weil dann haben sie halt die Equip und dann können sie von da aus halt irgendwas triggern, was halt ein Equip erfordert oder so. Klingt nach einem interessanten Searcher. Wahrscheinlich kann man die auch Morphtronisch einigermaßen gut benutzen, weil die haben ja auch, ja, wegen dem Werkzeugdrachen halt auch so den ganzen Equip-Kram mit dabei. Das klingt für mich wieder so ähnlich, so wie mit dem Structure Deck damals in Japan, wo sie halt die Geminis zusammen mit den Inferno Noble Knights hatten, wo so Inferno Noble Knights geil und dann haben sie den Gemini Support, wo du denkst, ey, Digga, das zusammen macht keinen Sinn. Whatever. Hier auch so ein bisschen, okay, schauen wir mal. Aber an sich halt, selbst wenn sie in dem eigenen Deck nicht spielbar sind, sind die, glaube ich, zukünftig interessante Choices. Mir fällt halt, wie gesagt, halt Noble Knights ein für Equips, aber es gibt auch so viele andere Decks, die mit Equips spielen, wo man das wahrscheinlich irgendwie nutzen könnte. So, und dann haben wir noch die letzten Karten für halt das Animation Chronicle 2. Von denen halt, ja, das Interessanteste ist die Feinkarte für die Morphtronisch. Die ist ein interessanter Extender, wenn man die in den Friedhof geschmissen kriegt. Weil die kann man wenigstens in dem Zug aktivieren, wo sie in den Grave gegangen ist. Ansonsten eher, okay, nette Nischenkarten, kann man so sagen. Dann können wir nun endlich mal ein bisschen über Darkwing Blast sprechen. Naturia-Support und der Maul Cricket, der klingt nach einem guten Starter, beziehungsweise sogar sehr nett für einfach Going Second, weil man einfach mehr Value aus dem rauskriegt und hat auch noch einen coolen Effekt im Grave. Ich glaube, das ist eine sehr schöne Karte für das Deck. Camellia ist auch interesting. Effekt 1 klingt interessant für Setup, halt wegen Millen und so. Und jetzt Effekt Nummer 2 und 3, die sind cool, aber ich kann die nicht beurteilen, weil natürlich, ne, es ist halt so ein bisschen die Mechanik von denen, so die halt damit abgebildet wird, aber ob das gut ist oder nicht, ich bin zu wenig der Naturia-Experte.
dazu sagen. Aber die Quickplay dann, die klingt cool. Klingt halt so nach so quasi Extender. Also entweder ein Extender halt mit einem weiteren Monster oder gegnerischen oder eigenem Spielzug, wenn man Bock hat, nochmal zu fusionieren oder zu synchronisieren als Quickplay, halt auch in der Battle Phase oder wo auch immer man machen möchte. Das klingt nice und spicy, je nachdem, was da noch kommt, könnte die richtig stark werden. Auch wo man sagen muss, dass der Fusionspool relativ klein ist bei Naturia. Da gibt es ja noch nicht so viel, da könnte noch was dazukommen. Der Synchropool ist ja wieder einiges größer. Aber vielleicht will der Konami noch ein bisschen was in die Richtung machen. Oder dass man halt mit relativ generischen Fusionsmonstern spielt. Man muss ja halt immer einfach nur Naturia mit benutzen. Bei der Karte, damit man halt irgendwas gehen kann. Und vielleicht wird dann die Fusion-Option ja auch interessant. Muss man mal schauen. Dann haben wir ein neues Thema, was sich mit Visa Starfrost wieder auseinandersetzt. Seine Geschichte geht weiter oder ihre. Ist Kshatri-La. Und dann haben wir noch ein bisschen Scareclaw-Supporter drin, der... Mann, ich weiß. Dieses andere Deck, Kshatri-La, oder wie das heißt, ich habe jetzt den Namen hier schon wieder raus, Kshatri-La, genau. Das sind alles Psy-Starter, die searchen oder auch noch weitere Effekte haben, wenn der Gegner einen Monster-Effekt aktiviert oder angreift. Es klingt und erinnert mich so leicht entfernt, weil es halt nicht genauso funktioniert, aber halt auch mit Psy in ähnliche Mechanik halt an Psy-Hüllen, die halt auch so immer auf den Gegner reagieren. Und, das Xyz-Monster von denen, Alter, das sieht so nervig aus mit dem ersten und dritten Effekt. Und wenn man den zweiten Effekt 10-mal durchbekommt, Digga, der Gegner hat einfach keine Zone mehr, womit er spielen kann. Er hat eine extra Monsterzone, in der er halt, wie soll er was da reinkriegen? Also, what is this Xyz-Monster? Das Ding ist auch schwierig wegzukriegen, das holt wieder neuen Kram. Das klingt halt sowas von nach Cypher. Vielleicht kannst du sogar mit beidem irgendwie kombinieren. Yeah. Die Spell and Traps, die sehen okay aus. Die Trap Prepare, oder wie die heißt, ist aber am interessantesten. Wenn der Gegner Impermanence benutzen möchte, sagt sie auch so. Hallo, Surprise. Ich hab da so ein bisschen was drauf. Die klingt spicy, was das angeht. Aber ansonsten, glaube ich, eher auch so ein Nischenprodukt, könnte man vielleicht sagen. Oder halt... Nur für das Deck selber und wenn der Gegner halt noch eine Trap hat oder Trap benutzt, dann gibt man halt noch einen kleinen Bonus-Effekt. Und ja, wie gesagt, die Scareclaw-Karten. Pff, fand ich jetzt nicht so der Burner. Dann haben wir noch weitere Vernalizer-Karten, die ja, glaube ich, schon in. Ich glaube, die sind schon ein paar. Sind die Power of the Elements rausgekommen oder kommen die erst in Dark Complex? Ich glaube, die sind Power of the Elements rausgekommen und kriegen jetzt noch weiteren Support. Die kriegen Boss-Monster, der Stufe 8, das negaten kann und Erde-Monster aus dem Grave holt. Und auch noch Monster vom Gegner klauen kann. Das klingt sehr cool, ist halt ein Main-Deck-Monster. Muss man schauen. Wie man den da inkorporiert bekommt. Wahrscheinlich eine One-Off, die man halt irgendwie aus dem Deck holt. Da kommen wir gleich noch dazu. Da gibt es noch weitere Möglichkeiten, wie man den bekommen kann. Und dann haben sie noch ein weiteres Main-Deck-Monster bekommen, der halt passend zu den alten Vernalizern, die es schon alle gibt, quasi ein ähnliches Zeug macht. So halt quasi diese Standard-Effekte mit dabei, plus ein bisschen Bonus. Und dann haben wir halt noch eine Field-Spell, die quasi so ein komischer Bouncer ist und Attack-Pusher sein kann. Wo man halt diese fünf Erdemonster oder mehr hat, wie halt auch das große Monster braucht, damit sie halt richtig gaga werden. Kann aber halt das neue Bossmonster aus dem Deck halt spezial beschwören, was halt nice ist. Ob man es nachher dann so benutzt, muss man mal nachher schauen. Ich glaube, die Leute werden anderen Wege finden, dieses Bossmonster rauszuholen, um den Gegner halt wirklich, ja, nerven zu können. Bevor wir hier weitermachen, habe ich hier nochmal ein paar kleine Grüße an meinen Sponsor, CustomPlayMat.shop. Dort bekommt ihr momentan 25% Rabatt auf ein Player Custom Playmats und 50% Rabatt auf LED-Mats. Das heißt, wenn ihr euch für die kommende Europameisterschaft bereit machen wollt mit eurer eigenen Custom-Matte, habt ihr jetzt die Möglichkeit, einiges an Geld zu sparen und euch eine eigene Matte nach persönlichem Geschmack anfertigen zu lassen. So, und nun zurück zum Video. Ja, hier bin ich nochmal aus dem Editing-Room, weil, direkt nach der Aufnahme nochmal eine News gedroppt ist. Nämlich das Set Magnificent Mavens, was wir vorher bekannt für uns war, halt als diese Holiday Box, die in der OCG Ende letzten Jahres rauskam, die bei uns jetzt halt als Holiday Box kommen wird gegen Ende des Jahres. Und ja, wir haben jetzt ein bisschen mehr Informationen dazu, was es sein wird. Es wird ein Ultra Rare Set sein mit ja, Booster-Karten oder Karten für vier Themen. Und es sieht so ein bisschen, ja, sieht schon ein bisschen so Richtung Ghost from the Past mäßig, außer von den Boxen her. Auch wenn das jetzt hier vom Artwork schon mal cool aussieht, dass es halt keine Fenster hat. Wer weiß, das könnte auch nur USA sein und wir in Europa werden schon wieder diese Fenster haben. Das müssen wir mal sehen. Aber wir werden da drin haben zum Beispiel Reprints wie Blackluster Soldier, Soldier of Chaos. Mal gucken, ob er diesmal mal nicht in der Rarity ist, die einfach ungreifbar ist. Swordsoul of Moyer, da wird wahrscheinlich dann nicht in der Megaton drin sein. Trapjack Sera und zum Beispiel auch der Blue Eyes Abyss Dragon. War der nicht die Promo von Legendary Duelist Season 2 einer der Promos?
interessant. Jetzt kriegen wir so ein bisschen Einblick, was da drin sein wird. Das ist natürlich der Support für Sky Striker, Mayakashi und Witchcrafter. Und es wird auch Karten geben, die dort drin sind, die in der Egyptian Hieroglyphic Pharaohs Ultra Rare sein werden. Das ist ja die Rarity, die wir in King's Court letztes Jahr hatten für die Götterkarten. Die werden hier dann auch mit dabei sein. Was noch interessant an dieser Ankündigung ist, ist halt, dass auch Ishizo Ishtars Decks dort oder Karten aus ihrem Deck da drin sein werden. Das klingt danach so, als ob wir keine Legendary Duelists 10 kriegen würden, weil das ist eigentlich in dem nächsten Duelist Pack, was wir bisher besprochen hatten. Sondern, dass das Ding Teil sein wird von dieser Box. Das heißt, eines der Decks wäre raus. Also ich frage mich jetzt, ob wir da noch Duelist Packs kriegen oder ob wir diese Legendary Duelists dann noch haben oder ob das jetzt halt in solche Sets geht. Müssen wir mal gucken. Und dann haben wir Teara Lament. Die kriegen halt jetzt noch weiteren Support. Die kommen ja in Power of the Elements schon raus und kriegen halt hier nochmal weiteren Support. Und sind ja eigentlich ein sehr starkes Deck. In der OCG können sie halt nicht ganz mithalten, weil Splite halt richtig gut ist, also nochmal um einen Tick besser. Aber sie sind halt nah dran und sind halt sehr, sehr stark. Also wenn es Blight nicht gehen würde, wäre Terra Lament Instant Tier 1. Vielleicht helfen ja jetzt diese neuen Karten. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Die kriegen ein neues Fusionsboss-Monster, das Effekte für Spezialbeschwörungen annullieren kann, was schon ziemlich gut ist. Und wenn die halt dann das fusionsbeschworene Monster halt auf den Friedhof entsorgt wird, kommt der einfach wieder. What the hell? Ist das Easy Link Material oder Fusion Material oder was man immer machen möchte? Okay, dann haben wir noch Grief, die klingt nach einem interessanten Extender-Starter. Und dann haben wir Heartbeats, das ist so eine Art Backrow-Removal-Karte, die halt statt zu zerstören oder banchen oder das Übliche halt wegschaffelt, was ganz praktisch sein kann in bestimmten Situationen. Dann haben wir noch Scream, die legt Karten vom Deck auf den Friedhof, was halt für das Deck wichtig ist, weil sie wollen ja durch den Karteneffekt auf den Friedhof gelegt werden, damit sie halt ihre Effekte triggern können. Und das könnte halt dann quasi ein potenzieller Starter sein, der halt mit jedem anderen Terra-Lament dann halt in Kombos gehen kann. Und ob die jetzt so gut ist oder nicht so gut ist, muss man schauen. Sie ist halt ein schneller Mill, den man reinbekommen kann. Und auch nicht zu generic, dass man die halt in anderen Decks wie, keine Ahnung, Lightsworn oder so reinkloppen könnte, damit man einfach irgendwelche Mills reinbekommt. Sollte eigentlich funktionieren, glaube ich. Ich glaube, die ist, glaube ich, ganz cool. Ich bin jetzt nicht so der Terra-Lament-Experte. Ich habe mich halt mit dem Meta aus der OCG nicht so stark beschäftigt. Ich weiß nur ungefähr, was da gespielt wird. Aber wie die Builds sind und was wie gemacht wird, da könnt ihr mich immer gerne belehren. Das macht ihr ja gerne in den Kommentaren. Und ich nehme das auch gerne mit. Das ist immer ein schönes Nice-to-have nachher für die Openings. Wenn dann die Sets rauskommen, hat man schon ein bisschen was auch ja, von euch Spielern so ein bisschen mit darüber erfahren. Das war's dann hier heute erstmal von mir. Das waren eine Menge News diese Woche. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und ja. Endlich wissen wir ein bisschen mehr über Darkwing Blast und wir werden wahrscheinlich die nächsten Tage noch mehr darüber erfahren. Nächste Woche News. Müssen wir schauen. Das wird interesting, die aufzunehmen, denn wir haben noch die Deutsche Meisterschaft und da muss ich halt auch noch hin und da muss ich mal gucken, wie ich das dann aufgenommen kriege. Vielleicht nehme ich es auch da auf und lade es da hoch. Müssen wir mal schauen, wie wir es dann machen. Das war's dann hier erstmal von mir. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüssi.